Weiter Kurs Süd-Südwest! Doch hier auf dem Land gesehen. Schneller, Rarek! Schneller! Versuch du es mit dem Magnoskop. Ich konnte von einem Wrack nichts entdecken. Ich bin sicher, hier ist das Schiff gestern Abend auf Grund gelaufen. Ich sehe hier aber keine Wrackteile. Ich weiß. Und genau das wundert mich. Naja, es war sehr bewölkt und stockdunkel. Vielleicht waren es Wolkenfetzen am Nachthimmel. Ich habe gesehen, was ich gesehen habe. Aber Duba hat nichts gesehen. Habe ich recht, Duba? Ich habe nichts gesehen, aber das will nichts heißen. Ja, aber bei deiner Erfahrung... Sindbad ist zwar um einiges jünger als ich, aber er hat sehr viel mehr Erfahrung als Seemann. Als er zur See ging, war er 12 und mit 15 hatte er sein eigenes Schiff. Wenn er sagt, dass hier ein Schiff gestrandet ist, dann glaube ich ihm das. Also kommt, suchen wir nach Überlebenden. Ach, ihr Männer seid stur und unnachgiebig. Sindbad, komm mal her! Was ist das? Kleine Holzstücke. Ja, aber die Stücke sind mit verschiedenen Farben bemalt. Sie sind Splitter von einem großen Ganzen. Von etwas, das farbig gestrichen war. Du meinst von einem Schiff? Ja. Was redet ihr beiden da? Das stimmt doch alles nicht. Seht doch nur, wie weit die Teile verstreut sind. Sie sind vermutlich über Nacht angespült worden. Treibgut, nichts weiter. Kleiner Bruder! Das hier sind ganz eindeutig die Überreste eines Hauptsegels. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Segel so zerfetzt war. Nicht einmal nach dem schwersten Sturm. Und der Schiffsrumpf wurde völlig zertrümmert. Hier haben wir ein Zeichen. Eine Markierung oder sowas. Oh nein! Es ist das Zeichen des Sultans von Basra! Aus, als ob das Schiff hierher geflogen ist. Es könnte eine Windhose gewesen sein, die das Schiff aus dem Wasser gehoben hat. Ja. Aber die Trümmer sehen so aus, als sei das Schiff in der Luft zerrissen worden, nicht nur runtergestürzt. Ach, sehr rätselhaft, wirklich. Dermot hat etwas gefunden. Das alles hier ist ein Vermögen wert. Dann können wir einen Überfall ausschließen. Kein Pirat würde solche Kostbarkeiten übersehen. Da kommt ein Reiter. Er scheint verletzt zu sein. Lass mich mal ran. Sein Helm ist eingedrückt. Ganz ruhig, das wird schon wieder. Du kommst bestimmt durch. Sein Helm ist zerquetscht worden. Können wir ihm nicht helfen, Sindbad? Nein, wir können nichts mehr tun. Wer kann ihm das angetan haben? Ich weiß nicht, ob ich das genau wissen möchte. Diese Tätowierung auf seiner Brust, ist das ein Kultzeichen? Das ist keine Tätowierung. Was ist es dann? Ich glaube, ein Daumenabdruck. Ja.
Ruhe in Frieden, tapferer Krieger. Möge dir in einer anderen Welt Glück beschieden sein. Was auch immer du vorhast, Bruder. Ich bin dabei. Ich muss herausfinden, was mit Oma passiert ist. Nach all den Schwierigkeiten, die wir ihm gemacht haben, sind wir ihm das schuldig. Eigentlich kann niemand so einen Schiffbruch überlebt haben, oder was immer es gewesen ist. Eher schon. Sehen wir uns die Teile, die hier verstreut sind, doch mal an. All das ergibt doch kein ganzes Schiff. Was könnte das bedeuten? Wahrscheinlich, dass jemand das, was noch fehlt, genommen hat und es landeinwärts geschafft hat. Sehr interessante Annahme, aber physikalisch völlig unmöglich. Virus hat recht, es müsste schon etwas in der Größe eines Elefanten sein, um ein ganzes Schiff zu tragen. Nein, es muss viel größer sein. Die armen Männer an Bord. Entsetzlich. Oma wurde nicht ohne Grund der wilde Sultan genannt. Er ist hart und unglaublich stark. Vielleicht ist er noch am Leben. Als sein hochdekorierter Freund habe ich eine Verpflichtung ihm gegenüber. Und wenn er tot ist? Dann werden wir ihm ein Begräbnis bereiten, wie es einem Fürsten zusteht. Ein wirklich nobles Verhalten. Ronga, hol die Armbrüste aus dem Beiboot. Vielleicht brauchen wir zusätzliche Waffen. Meine neuen Pfeile sind auch dort. Dann geh mit und hol sie. Ich habe eine Woche lang darauf gewartet, sie ausprobieren zu können. Es wäre besser, wenn du Dermot wieder auf die Hand nimmst. Jedenfalls, bis wir genau wissen, was uns da drin erwartet. Sei unbesorgt, mein Schatz. Du wirst nachher noch genug Wind unter die Flügel bekommen. Seht euch den Baum an. Er wurde entwurzelt. Vermutlich auch durch den Sturm. Oder was sonst das Schiff zum Kentern gebracht hat. Und landeinwärtsdruck. Genau, ein Wirbelsturm oder sowas. Das war wirklich kein angenehmes Geräusch. Wie Trommelwirbel bei einer Beerdigung. Naja, solange es nicht unsere ist. Das ist ein Sumpfloch. Wo ich herkomme, nennt man das Moor. Moor? Ja, Moor oder Treibsand. Je mehr du dich wehrst, desto schneller sinkst du. Ganz ruhig bleiben, Ronga. Es ist eine Art Sandbank voller Wasser. Eine nachgebende Masse, die alles hinunterzieht, was sich an ihrer Oberfläche bewegt. Es hilft nicht, sich zu wehren. Beweg dich nicht, Ronga. Wir werden dich ganz schnell da raus haben. Nicht wahr? Theoretisch ist es so, je größer die Auflagefläche, desto größer die Chance zu überleben. Also, Ronga, nicht bewegen, bis ich dir meine Schärpe zuwerfe. Wenn sie vor dir liegt, dann schnapp sie dir und halte den Atem an, wie beim Tauchen. Versuche, deinen Körper in eine horizontale Lage zu bringen. Hast du verstanden? Gut. Also, daneben. Verdammt schwer. Zu kurz. Es gibt da eine altbekannte Regel. Jeder hat 3 Würfe. Nein. Virus. Sindbad, das kann ja nicht sein. Das nenne
ich die Kraft an der richtigen Stelle einzusetzen, Duba. Präzise und wissenschaftlich. Eos, was immer ich in diesem Fall richtig gemacht haben sollte, ich habe es von dir gelernt. Was? Oh, danke. Jedenfalls hat es uns mindestens 5 Minuten Geschwafel erspart. Dermot! Dermot, wo bist du? Dermot kommt schon zurecht. Er ist jetzt da oben sicherer. Ich hätte ihn lieber hier. Dermot kann besser als wir jedem Ärger aus dem Wege gehen. Denn er hat eine besondere Gabe. Er kann fliegen. Ich glaube, du hast recht. Ich wünschte, auch wir hätten diese Fähigkeit. Noch so ein Erdbeben und wir... Jetzt wissen wir es. Hier also ist der Rest von Omas Schiff. Das Schiff in die Mitte der Insel gekommen. Hoffentlich konnten sich die Männer, die an Bord waren, retten. Sich retten, wie denn? Ich denke, dass wir das bald erfahren werden. Der Himmel hat mein Gebet erhört. Der Himmel sei gelobt und gepriesen. Was ist hier passiert? Wir sind von einem Monstrum angegriffen worden. Dieses Monstrum war abscheulich. Es war groß wie ein Palast. 2 Paläste. Wie hat dieses Monster ausgesehen? Oh, es ging alles so furchtbar schnell. Ja, wir konnten nichts sehen. Wir waren ja unter Deck. Was habt ihr denn unter Deck gemacht? Wir haben uns zurückgezogen. Das war ein militärisches Manöver, versteht ihr? Was ist mit Omar? Irgendwann dann hat es ihn geschnappt. Wir hörten seine Rufe, als dieses Ding ihn fortgebracht hat. Wohin? Habt ihr das nicht gesehen? Irgendwo da hinein. Wir können euch leider nicht genau sagen, wohin. Die Planken haben uns die Sicht genommen. Während eures militärischen Manövers? Ja, genau. Ganz recht. Ihr feigen Kleinen. Duba! Die beiden sind weggelaufen, Sindbad, schlicht und einfach. Sie haben ihren Sultan bei der geringsten Gefahr feige im Stich gelassen. Schämt ihr euch denn nicht? Bah! Wir werden helfen, wo wir nur können, bei der Suche nach unserem Sultan. Ja, wir werden auch jede Mühe auf uns nehmen und jede Gefahr. Wir freuen uns über euer Angebot. Wir bringen euch ein anderes militärisches Manöver bei, die Verteidigung. Los, weiter! Komm schon! Seid vorsichtig! Hier unten sind wieder Stellen mit Treibsand! Das ist ja größer als unser Schiff! Und das ist nicht mal unser Monstrum! Wie meinst du das? Wer auch immer die Glocke gemacht und an den Hals des Tieres gehängt hat, der ist unser Ungeheuer! Wir haben nur eine Chance, weglaufen! Ein militärisches Manöver! Ein sehr gutes! Wenn wir weglaufen, reizen wir das Tier nur. Und wenn es uns dann verfolgt, zerquetscht es uns mit seinen Hufen. Aber wir können hier doch nicht einfach abwarten! Wir sind von Treibsand umgeben! Wir können nur noch nach dort ausweichen! Der Sandhügel wird unter dem Gewicht des Viehs nicht mehr lange halten! Ansonsten ist die Gefahr gering! Weder sein Plan zu fressen! Die Gefahr, unter einen Erdrutsch zu geraten, ist gar nicht so klein! Ich könnte ihm das Fell mit einem meiner Feuerbälle verbrennen. Nein, ist zu riskant. Wir werden unter Schutt begraben, wenn er in Panik gerät. Haben wir nicht ein Lasso? Selbst ein Mann mit deiner Kraft könnte ihn nicht halten, Duba. Der Mann! Nochmal, Dermot, versuch ihn zu vertreiben. Nein! Maeve, bleib hier unten!
Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Und ich mir Sorgen um dich, Maeve. Du überraschst mich immer wieder. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich verfluche dich, du Ungeheuer! Du hast mir all meine Soldaten genommen! Komm zurück und hol mich auf, du Bestie! Das ist Omar! Wir haben gewusst, dass er lebt! Kommt, Sindbad! Ich glaube, die Stimme kam von dort! Seid lieber vorsichtig! Oh! Wir sind unserer Waffen beraubt worden. Wir sind völlig wehrlos. Total. Meine Männer! Was hast du mit meinen Männern gemacht, du Scheusal? Oma! Sindbad! Mein Sultan, wir sind es! Wir sind gekommen, um euch zu retten! Euch zu befreien! Oh, meine tapferen Berater, ich wusste, dass ihr Hilfe holen würdet! Wir müssen euch herunterholen! Dann beeilt euch, Sindbad! Ich fürchte, das Ungeheuer wird jeden Augenblick zurückkommen! Und wo sind eure Männer? Alle tot! Ich bin der Letzte! Dieses schreckliche Vieh hat sie verschlungen! Es kommt zurück! Seid unbesorgt, Herr! Ich helfe euch herunter. Ich werde jetzt zu euch kommen. Nein, ihr werdet nicht hierher kommen. Verschwindet so schnell ihr könnt. Ihr habt keine Zeit zu verlieren. Oma hat recht, Sindbad. Wenn du zu ihm hinaufkletterst, stirbst du mit ihm. Die Armbrust. Macht schnell, Ronga. Schieß es über den Ast hinter Oma. Wir haben nur eine Chance. Du schaffst es. Ja! Das Ding kommt her! Oma, schnell! Auf meine Schulter! Der Menschenfresser wird gleich hier sein! Hinter den Felsen, schnell! Wir sollten abwarten. Vielleicht ist es ein menschliches Wesen, das unter einer abnormen Krankheit leidet. Ich kenne eine Krankheit, Elephantiasis, die würde die Größe des Geschöpfs erklären. Es gibt da Fälle von über 8 Fuß Größe. Aber der Daumenabdruck auf dem Soldaten war so groß wie ein Pferdeschädel. Da wäre noch eine Krankheit, die Akromegalie. Dabei wachsen Hände und Füße zu riesiger Größe an. Beschrieben hat. Thank you.
Wir müssen die Insel verlassen. Je früher, desto besser. Keine Einwände, kleiner Bruder. Ich kann hier nicht weggehen, Sindbad. Es gibt hier ein Dorf voller unschuldiger Untertanen, die auf mich warten. Sie sind diesem Ungeheuer schutzlos preisgegeben. Ich habe versprochen, sie zu beschützen. Diese Menschen haben doch nicht die geringste Chance. Und ihr auch nicht, Sultan. Es gibt keine Rettung. Vielleicht, wenn wir uns mit den Dorfbewohnern zusammentun. Ich meine, wir haben sowohl die Kraft als auch den Verstand auf unserer Seite. Von ihrer Zauberkraft gar nicht zu reden. Ich kann das nicht von euch verlangen. Das braucht ihr auch nicht. Wir machen es freiwillig. Wir werden tun, was wir können. Mehr sogar. Dann ist das geklärt. Omar führt uns zum Dorf. Kommt. Es gibt einen Vorteil. Dieses Ding lässt sich leicht aufspüren. Es ist meine Schuld. Ich hätte früher etwas dagegen tun sollen. Ihr wusstet von diesem Biest? Seit ein paar Monaten, ja. Die Kolonie wurde vor 2 Jahren gegründet. Die Bauern sollten uns auf dem Festland mit Fleisch und Getreide versorgen. Dann hörten wir davon, dass ein furchtbares Wesen hier gelandet sei. Menschlich und doch auch wiederum kein Mensch. Die Berichte weichen voneinander ab, aber wahrscheinlich ist er aus Ambliopia. Von diesem Land habe ich noch nie gehört. Angeblich liegt es auf der anderen Seite der Welt. Sofort nachdem dieses Monstrum gelandet war, begann seine mitgebrachte Herde die Ernte aufzufressen. Und als von der Ernte nichts mehr übrig war... Da begann er die Erntenden aufzuessen. Weil ich dachte, die Berichte seien übertrieben, wollte ich Kontakt aufnehmen. Ich wollte eine Verhandlungslösung erreichen und ich hatte vor, zu bezahlen. Die Schatztruhe unten am Strand. Ja, die sollte er haben. Es kam jedoch anders. Er fiel uns sofort an. Ihr konntet nicht mehr tun. Aber 100 tapfere Männer sind deswegen gestorben. Ihr habt das Beste gewollt, Oma. Ich finde, man kann nicht verhandeln mit so einer wilden Bestie. Gewalt und Mord sind nun mal Teil ihrer Natur. Von wilden Bestien kann uns nur ihr Tod befreien, das habe ich begriffen. Ist es noch weit bis zu diesem Dorf, Herr? Nicht mehr weit, Duba. Wir gehen einen etwas längeren Weg, um die gefährlichen Treibsandlöcher zu umgehen. Schrecklich, diese Treibsandlöcher, entsetzlich. Ich hoffe, wir schaffen es, bevor die Nacht anbricht. Ja, das Ding ist am Tag schlimm genug. Ich wage gar nicht, an die Nacht zu denken. Allah sei gepriesen, er möge uns davor bewahren, dass dieses Ungeheuer uns weiter heimsucht. Es kommt wieder! Es kommt wieder! Kommen wir zu spät. Ich schlage vor, wir gehen zu unseren Booten und fliehen rüber zum Festland. Das wird die Kreatur nicht erlauben. Sie hat uns jedes Mal festgehalten. Raus auf See können wir uns retten, hier nicht. Auch der Sultan würde es nicht erlauben. Der Sultan hätte die Bestie längst töten sollen. Stattdessen tötet die Bestie uns. Oma hat uns im Stich gelassen. Die armen Bauern sind ihm egal. Er kümmert sich nur um die Reichen und Mächtigen. Halte deine Zunge im Zaum, Mann. Oh, entschuldigt, Hoheit. Die Trauer hat mich dazu verleitet, Dinge zu sagen, die ich nicht sagen wollte. Das kann ich verstehen. Ich bin wie ihr voller Trauer. Meine Soldaten wurden auch von diesem Ungeheuer umgebracht. Nur diese tapferen Männer haben überlebt und Hilfe gebracht. Sindbad und seine Getreuen. Ich kann euch in dieser Lage nicht befehlen, zu bleiben. Aber falls ihr doch bereit seid, eure Höfe zu verteidigen, werden wir euch beistehen. Und zusammen können wir es schaffen. Habe ich recht, Sindbad? Ja, wir werden uns gut vorbereiten. Und wenn es uns nochmal angreift, werden wir dieses Untier umbringen. Stimmt's, Firuz? Wenn die Zeit reicht, baue ich uns eine riesige Armbrust.
Ich binde ein Netz an den Pfeil anstelle des Seils und dann... Ist das deine Art, Ja zu sagen? Wieso fragst du da noch? Aber vergesst nicht, je gewaltiger sie sind, desto... Schwerer sind sie zu töten. Wir können das allerdings nicht, ohne dass ihr uns helft. Wir haben nur sehr wenig Zeit. Der Zyklop ist in die Berge gegangen. Er verdaut dort seine Mahlzeit. Normalerweise bleibt er 1 bis 2 Tage. 1 oder 2. Firus? Wenn wir rund um die Uhr arbeiten, dann lässt sich das machen. Kann ich etwas Papyrus und Schreibzeug haben? Ich muss etwas aufzeichnen. Hole ich sofort. Und ein paar Netze. Nicht zu wenige. Je fester, desto besser. Wir können die Netze des Fischers nehmen. Sehr gut. Weiter. Was braucht ihr noch? Ich brauche Holz. Ich werde sehr viel Holz brauchen. Wir kräftigen Männer werden ihm sofort Holz besorgen, nicht wahr? Wie ihr zu befehlen geruht, Hoheit. Maeve, vielleicht solltet ihr beide Ausschau halten. Unser Freund Dermot wird die Lage aus der Luft überwachen. Ich glaube, das kriegen wir hin, was? Und noch eins, ich will nicht, dass irgendein Mitglied meiner Mannschaft unnötige Risiken eingeht. Besonders nicht die Gefiederten. Gibt es ein Problem? Unser Bürgermeister Harun al-Dizar hat seine Familie in den Bergen in Sicherheit gebracht. Ich mache mir Sorgen, dass der Zyklop sie findet. Harun al-Dizar? Hat er eine Hand aus Eisen? Ja, er verlor als Kind eine Hand. Ich weiß. Er war unvorsichtig beim Holzhacken. Dubar, kennt Sindbad diesen Mann? Harun al-Dizar war dafür verantwortlich, dass Sindbad Seemann wurde. Tatsächlich. Aber er scheint sich nicht auf ein Wiedersehen zu freuen. Sindbad wollte nicht Seemann werden. Der Grund war ein Unglück. Entschuldigt, Hoheit. Ronga, fang schon mal mit dem Holzschlagen an. Ich bin gleich wieder da. Ich soll was machen für Meister Dimdim. Also wenn du mich heiraten willst, dann solltest du dir auf jeden Fall angewöhnen, auf mich zu hören. Erzähl mir noch mal von unserer Hochzeit. Wenn du und ich heiraten, dann sind Sultane und Kalifen dabei. Ich werde dann zur Prinzessin erhoben und du zum Prinzen. Meinst du einfach so? Ja, einfach so. Meine Tante ist Wahrsagerin. Sie sagt, dass du einmal sehr berühmt wirst. Berühmt? Der kleine dumme Sindbad und berühmt? So weit kommt es noch. Lass uns gefälligst in Ruhe, Harun! Ohne deinen großen Bruder im Rücken bist du nicht so stark, stimmt's, Waisenkind? Dubar wird dich diesmal nicht beschützen können. Er ist nämlich in der Stadt. Na komm, Prinz Sindbad. Kämpfe um deine Prinzessin, sei ein Held. Du willst doch berühmt werden. Weg hier, Lea! Schnappt ihn euch! Sindbad! Au! Halt ihn fest! Ein Gruß von Harun! Los, komm weg hier! Lea! Nein! Lea! Lea! Bitte, Lea! Nicht ertrinken! Lea! Ich kann nicht schwimmen! Ich kann nicht schwimmen! Wir haben sie gefunden, kleiner Bruder. Es war nicht deine Schuld. Harun ist einfach fortgelaufen. Ich konnte sie nicht retten, Dubar. Ich konnte nichts machen. Ich war schwach. Die See hat sie mir genommen, weil ich zu schwach war, sie zu retten.
Aber warte nur, ich werde lernen, dich zu beherrschen, See. Ich werde alles lernen, was man auf See wissen muss. Und dann werde ich dein Meister sein. Dann werde ich der berühmte Sindbad sein, Beherrscher der 7 Weltmeere. Sindbad. Denkst du an Lea? Und an Harun. Ich werde nie mein Schuldgefühl loswerden. Warum war ich nicht bei euch? Duba, du warst immer mehr als ein Bruder für mich. Du warst mein Vater, mein Lehrer, mein Beschützer und mein bester Freund. Du hast dein eigenes Leben aufgegeben, um meines zu beschützen. Aber eins war dir nicht gegeben. Im richtigen Moment an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Wenigstens hast du deinen Weg gemacht. Erzähl das Lea. Sie war meine erste Liebe, Duba. Sindbad, was hast du vor? Sobald wir diesen Zyklopen umgebracht haben, werde ich noch jemanden umbringen. Also, wir machen das so. Beeilt euch! Stellt das Gerät außerhalb des Dorfes auf, Firus. Ich will nicht, dass der Zyklop im Dorf Schaden anrichtet. Könnt ihr denn nicht mal ein paar Baumstämme schleppen? So, los, machen wir weiter. Pass mit an hier, ja? Nicht so schnell, du musst auf die andere Seite. Trottel! Ausgezeichnete Arbeit, Leute! Gut gemacht! Hauptsache, sie hält, was sie verspricht, Firus! Na ja, das werden wir bald wissen, Sindbad. Gut gemacht, Dermot! Auf eure Plätze! Schieß, Firus!
Bruder, wir müssen uns zurückziehen. Niemals! Entweder hackt ihr deinen verdammten Ziegenfuß! Hier bin ich! Lauf weg, schnell! Bist du denn so unempfindlich? Das muss doch wehtun! Ich bin hier! Am besten auf die Berge! Komm her! Komm her, du Scheusal! Komm her und fang mich! Was hast du vor, Sindbad? Ich locke ihn ins Moor! Kommt, Herr, wir bringen euch hier fort. Meine tapferen Jungs, das werde ich euch nicht vergessen. Ich werde euch mit Diamanten, Gold und Mädchen belohnen. Du darfst dir keinen Fehler erlauben. Fang mich, du Ungetüm! Die Kreatur ist tot. Bruder? Ich habe noch eine Rechnung zu begleichen, Duba. Harun al-Dizar! Komm mal raus! Ja, Herr, ich bin Harun al-Dizar. Was soll das? Wir haben keine Zeit für Geschwätz. Wir müssen machen, dass wir hier wegkommen. Oder willst du, dass der Zyklop uns doch noch erwischt? Es war ein Fehler, allein hierher zu gehen, du Dummkopf. Ja, Schatz. Immer dasselbe. Ich komme sofort. Kenne ich euch, Herr? Wollt ihr etwas von mir? Der Sultan schickt mich, euch zu sagen, dass der Zyklop tot ist. Die Gefahr ist vorüber. Ihr könnt in euer Dorf zurückkehren. So ein finsteres Gesicht, Bruder. Komm, wir müssen mit der Flut raus. Hast du die Vergangenheit gefunden, Sindbad? Es ist seltsam, Duba. Die Vergangenheit ist schon lange tot. Ich hatte nur vergessen, sie zu begraben. Diese Erkenntnis allein war die Reise wert. Das Schicksal geht auf merkwürdige Wege. Worauf wartet ihr denn noch? Besseres Wetter können wir uns gar nicht wünschen. Ich freue mich für euch, Oma.
Süd-Südwest! Doch hier auf dem Land gesehen. Schneller, Rorik! Schneller! Versuch du es mit dem Magnoskop. Ich konnte von einem Wrack nichts entdecken. Ich bin sicher, hier ist das Schiff gestern Abend auf Grund gelaufen. Ich sehe hier aber keine Wrackteile. Ich weiß. Und genau das wundert mich. Naja, es war sehr bewölkt und stockdunkel. Vielleicht waren es Wolkenfetzen am Nachthimmel. Ich habe gesehen, was ich gesehen habe. Aber Duba hat nichts gesehen. Habe ich recht, Duba? Ich habe nichts gesehen, aber das will nichts heißen. Ja, aber bei deiner Erfahrung... Sindbad ist zwar um einiges jünger als ich, aber er hat sehr viel mehr Erfahrung als Seemann. Als er zur See ging, war er 12 und mit 15 hatte er sein eigenes Schiff. Wenn er sagt, dass hier ein Schiff gestrandet ist, dann glaube ich ihm das. Also kommt, suchen wir nach Überlebenden. Ach, ihr Männer, seid stur und unnachgiebig. Sindbad, komm mal her! Was ist das? Kleine Holzstücke. Ja, aber die Stücke sind mit verschiedenen Farben bemalt. Sie sind Splitter von einem großen Ganzen. Von etwas, das farbig gestrichen war. Du meinst von einem Schiff? Ja. Was redet ihr beiden da? Das stimmt doch alles nicht. Seht doch nur, wie weit die Teile verstreut sind. Sie sind vermutlich über Nacht angespült worden. Treibgut, nichts weiter. Kleiner Bruder! Das hier sind ganz eindeutig die Überreste eines Hauptsegels. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Segel so zerfetzt war. Nicht einmal nach dem schwersten Sturm. Und der Schiffsrumpf wurde völlig zertrümmert. Hier haben wir ein Zeichen. Eine Markierung oder sowas. Oh nein! Es ist das Zeichen des Sultans von Basra! Aus, als ob das Schiff hierher geflogen ist. Es könnte eine Windhose gewesen sein, die das Schiff aus dem Wasser gehoben hat. Ja. Aber die Trümmer sehen so aus, als sei das Schiff in der Luft zerrissen worden, nicht nur runtergestürzt. Ach, sehr rätselhaft, wirklich. Dermot hat etwas gefunden. Das alles hier ist ein Vermögen wert. Dann können wir einen Überfall ausschließen. Kein Pirat würde solche Kostbarkeiten übersehen. Da kommt ein Reiter. Er scheint verletzt zu sein. Lass mich mal ran. Sein Helm ist eingedrückt. Ganz ruhig, das wird schon wieder. Du kommst bestimmt durch. Sein Helm ist zerquetscht worden. Können wir ihm nicht helfen, Sindbad? Nein, wir können nichts mehr tun. Wer kann ihm das angetan haben? Ich weiß nicht, ob ich das genau wissen möchte. Diese Tätowierung auf seiner Brust, ist das ein Kultzeichen? Das ist keine Tätowierung. Was ist es dann? Ich glaube, ein Daumenabdruck. Musik.
Ruhe in Frieden, tapferer Krieger. Möge dir in einer anderen Welt Glück beschieden sein. Was auch immer du vorhast, Bruder. Ich bin dabei. Ich muss herausfinden, was mit Oma passiert ist. Nach all den Schwierigkeiten, die wir ihm gemacht haben, sind wir ihm das schuldig. Eigentlich kann niemand so einen Schiffbruch überlebt haben, oder was immer es gewesen ist. Eher schon. Sehen wir uns die Teile, die hier verstreut sind, doch mal an. Sultan bei der geringsten Gefahr feige im Stich gelassen. Schämt ihr euch denn nicht? Bah! Wir werden helfen, wo wir nur können. Bei der Suche nach unserem Sultan. Ja, wir werden auch jede Mühe auf uns nehmen und jede Gefahr. Wir freuen uns über euer Angebot. Wir bringen euch ein anderes militärisches Manöver bei, die Verteidigung. Los, weiter! Komm schon! Seid vorsichtig, hier unten sind wieder Stellen mit Treibsand! Das ist ja größer als unser Schiff. Und das ist nicht mal unser Monstrum. Wie meinst du das? Wer auch immer die Glocke gemacht und an den Hals des Tieres gehängt hat, der ist unser Ungeheuer. Ich glaube, wir haben nur eine Chance. Weglaufen! Ein militärisches Manöver. Ein sehr gutes. Wenn wir weglaufen, reizen wir das Tier nur. Und wenn es uns dann verfolgt, zerquetscht es uns mit seinen Hufen. Aber wir können hier doch nicht einfach abwarten! Wir sind von Treibsand umgeben! Wir können nur noch nach dort ausweichen! Der Sandhügel wird unter dem Gewicht des Viehs nicht mehr lange halten! Ansonsten ist die Gefahr gering, weder sein Plan zu fressen! Die Gefahr, unter einen Erdrutsch zu geraten, ist gar nicht so klein! Ich könnte ihm das Fell mit einem meiner Feuerbälle verbrennen! Nein, ist zu riskant! Wir werden unter Schutt begraben, wenn er in Panik gerät. Haben wir nicht ein Lasso? Selbst ein Mann mit deiner Kraft könnte ihn nicht halten, Dura. Der Mann! Nochmal, Davon, versuch ihn zu vertreiben. Nein! Maeve! Bleib hier unten! Hör! Ja! Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Und ich mir Sorgen um dich, Maeve. Du überraschst mich immer wieder. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich verfluche dich, du Ungeheuer! Du hast mir all meine Soldaten genommen! Komm zurück und hol mich auf, du Bestie! Das ist Oma! Wir haben gewusst, dass er lebt. Kommt, Sindbad. Ich glaube, die Stimme kam von dort. Seid lieber vorsichtig! Oh! Wir sind unserer Waffen beraubt worden. Wir sind völlig wehrlos. Total. Meine Männer! Was hast du mit meinen Männern gemacht, du Scheusal? Oma! Sindbad! Mein Sohn! All das ergibt doch kein ganzes Schiff. Was könnte das bedeuten? Wahrscheinlich, dass jemand das, was noch fehlt, genommen hat und es landeinwärts geschafft hat. Sehr interessante Annahme, aber physikalisch völlig unmöglich. Virus hat recht. Es müsste schon etwas in der Größe eines Elefanten sein, um ein ganzes Schiff zu tragen. Nein. Es muss viel größer sein. Die armen Männer an Bord. Entsetzlich. Oma wurde nicht ohne Grund der wilde Sultan genannt. Er ist hart und unglaublich stark. Vielleicht ist er noch am Leben. Als sein hochdekorierter Freund habe ich eine Verpflichtung ihm gegenüber. Und wenn er tot ist? Dann werden wir ihm ein Begräbnis bereiten, wie es einem Fürsten zusteht. Ein wirklich nobles Verhalten.
Ronga, hol die Armbrüste aus dem Beiboot. Vielleicht brauchen wir zusätzliche Waffen. Meine neuen Pfeile sind auch dort. Dann geh mit und hol sie. Ich habe eine Woche lang darauf gewartet, sie ausprobieren zu können. Es wäre besser, wenn du Dermot wieder auf die Hand nimmst. Jedenfalls, bis wir genau wissen, was uns da drin erwartet. Sei unbesorgt, mein Schatz. Du wirst nachher noch genug Wind unter die Flügel bekommen. Seht euch den Baum an. Er wurde entwurzelt. Vermutlich auch durch den Sturm. Oder was sonst das Schiff zum Kentern gebracht hat. Und Landeinwärtsdruck. Genau, ein Wirbelsturm oder sowas. Das war wirklich ein angenehmes Geräusch. Wie Trommelwirbel bei einer Beerdigung. Naja, solange es nicht unsere ist. Das ist ein Sumpfloch. Wo ich herkomme, nennt man das Moor. Moor? Ja, Moor oder Treibsand. Je mehr du dich wehrst, desto schneller sinkst du. Ganz ruhig bleiben, Ronga. Es ist eine Art Sandbank voller Wasser. Eine nachgebende Masse, die alles hinunterzieht, was sich an ihrer Oberfläche bewegt. Es hilft nicht, sich zu wehren. Beweg dich nicht, Ronga. Wir werden dich ganz schnell da raus haben. Nicht wahr? Theoretisch ist es so, je größer die Auflagefläche, desto größer die Chance zu überleben. Also, Ronga, nicht bewegen, bis ich dir meine Schärpe zuwerfe. Wenn sie vor dir liegt, dann schnapp sie dir und halte den Atem an, wie beim Tauchen. Versuche, deinen Körper in eine horizontale Lage zu bringen. Hast du verstanden? Gut. Also, daneben. Verdammt schwer. Zu kurz. Es gibt da eine altbekannte Regel. Jeder hat 3 Würfe. Sindbad, das kann ja nicht sein! Die Kraft an der richtigen Stelle einzusetzen, Duba. Präzise und wissenschaftlich. Eos, was immer ich in diesem Fall richtig gemacht haben sollte, ich habe es von dir gelernt. Was? Oh, danke. Jedenfalls hat es uns mindestens 5 Minuten Geschwafel erspart. Dermot! Dermot, wo bist du? Dermot kommt schon zurecht. Er ist jetzt da oben sicherer. Ich hätte ihn lieber hier. Dermot kann besser als wir jedem Ärger aus dem Wege gehen. Denn er hat eine besondere Gabe. Er kann fliegen. Ich glaube, du hast recht. Ich wünschte, auch wir hätten diese Fähigkeit. Noch so ein Erdbeben und wir... Wissen wir es. Hier also ist der Rest von Omas Schiff. Wie ist das Schiff in die Mitte der Insel gekommen? Auf
Hoffentlich konnten sich die Männer, die an Bord waren, retten. Sich retten wie denn? Ich denke, dass wir das bald erfahren werden. Der Himmel hat mein Gebet erhört. Der Himmel sei gelobt und gepriesen. Was ist hier passiert? Wir sind von einem Monstrum angegriffen worden. Dieses Monstrum war abscheulich. Es war groß wie ein Palast. Zwei Paläste. Wie hat dieses Monster ausgesehen? Oh, es ging alles so furchtbar schnell. Ja, wir konnten nichts sehen. Wir waren ja unter Deck. Was habt ihr denn unter Deck gemacht? Wir haben uns zurückgezogen. Das war ein militärisches Manöver, versteht ihr? Was ist mit Omar? Irgendwann dann hat es ihn geschnappt. Wir hörten seine Rufe, als dieses Ding ihn fortgebracht hat. Wohin? Habt ihr das nicht gesehen? Irgendwo da hinein. Wir können euch leider nicht genau sagen, wohin. Die Planken haben uns die Sicht genommen. Während eures militärischen Manövers? Ja, genau. Ganz recht. Ihr feigen Kleinen. Duba! Die beiden sind weggelaufen, Sindbad, schlicht und einfach. Sie haben ihren...